Hallo, willkommen bei Klaus Grill, Feins Grill Barbecue. Heute machen wir was Cooles. Und zwar machen wir heute Spanferkel Krauthaxen aus dem Dutch Oven. Und wie man das macht, zeige ich gleich. Viel Spaß dabei. Das Coole an der Nummer ist, du brauchst so wenig Vorbereitung, dass das eigentlich ja schon fast eine Frechheit ist. Aber das Schöne ist, du brauchst keinen großen Tisch, keine nicht viele Zutaten. Das Einzige, was du brauchst, ist, ja, hier so einen kleinen Spanferkel haxen, 1,5 Kilo Sauerkraut, ja, und so ein 1/2 Liter Wasser. In dem Fall aus meinem Produktplatzierung, aus meinem Glas hier. Wenn ihr so ein Glas auch haben wollt, dann kauft euch eins, und wenn nicht, dann kauft euch keins. Bestellen kann man sich bei www.klausgrill-shop.de. Gut, dann haben wir den Werbeblock für heute abgefrühstückt. Und natürlich immer, wenn wir grillen, scharfe Messer und Brett. Grillen werden wir das jetzt hier im Gasgrill, und zwar im Dutch Ofen. Weil, ich sag immer so schön, im Dutch Ofen ist völlig egal, wie die Hitze herkommt. Ich habe mir jetzt hier von Grillfürst diese Dutch Öfen besorgt. Du siehst schon diese T-Füßchen, und sonst habe ich immer so einen Handstand gemacht. Da muss man erst eine Platte runter machen, dass die anderen Füße nicht den Rost wegbrechen. Aber diese T-Füßchen, in jede Richtung auf den Rost, und da kann nichts passieren. Und ich muss sagen, da hat ihn dann mitgedacht, und ja, hier fällt mir sehr gut, und den werden wir dazu nehmen. So ein Dutch Ofen, immer wenn der so Liegelage neu ist, dann machst du da erstmal ein bisschen Öl drin, weil eingebrannt sind die schon. Aber ich mache das trotzdem immer nochmal und pinsel den immer von innen mit Öl aus. Was du da nimmst, ist jetzt in dem Fall ziemlich egal. Ich nehme jetzt mal ein Olivenöl. Ist der jetzt heiß oder ist der noch kalt? Der ist jetzt handwarm, der steht jetzt schon 10 Minuten hier. Das heißt, der Grill ist an. Der Grill ist an, ja, richtig. Als unterste Lage geben wir unser Sauerkraut. Du merkst natürlich, der kocht natürlich noch nicht, der Dutch Ofen, der ist nur handwarm. Verteilt schön gleichmäßig hier unten. Geben da schon mal so ein 1/4 Liter Wasser mit dazu. Und nehmen dann unsere Haxen, und das sind jetzt vorgepökelte Haxen. Das heißt, da musst du jetzt nicht mehr mit salzen, die sind halt wie sie sind. Also so gepökelte Spanferkelhaxe ist halt per se gut. Wenn du jetzt weiter anfängst mit salzen, ja, dann versalzen die Dinger. Und ich finde, da brauchst du jetzt auch nicht die Dinger mit die Würze überladen. Die sind wie sie sind, und das ist so ein rustikales Bauernessen, wo du einfach davon lebst, dass es einfach ist, wa? Solche Spanferkelhaxen, gibt es die bei jedem Metzger, oder muss ich die extra vorbestellen? Ja, die kriegst du bei den meisten Metzgern. Also die werden ja, naja, man muss ja sagen, teilindustriell produziert. Ja? Die sind ja, kommen aus den großen Spanferkelfabriken. Ich habe mir das mal live vor Ort angeguckt. Also das ist nicht schön, wie da die Überproduktion von Schweinen teilweise verwurstet wird. Aber die sind nun mal da, und ja, wenn wir sie mal da haben, dann sollten wir sie bestmöglich verarbeiten. Dann setzen wir den Deckel oben drauf, dass er gerade sitzt. Und schließen jetzt hier die Haube und lassen die Haube für 2,5 Stunden unten. Und das Einzige, worauf wir achten müssen, ist, dass wir hier in dem Gerät ungefähr 200 Grad am Thermometer haben. Und hin und wieder mal so alle halbe Stunde gucken, dass auch genug Wasser drin ist. Weil wenn natürlich unten das Sauerkraut trocken laufen würde, weil zu viel raus verdampft, viel verdampft nicht raus, aber kann immer mal ein bisschen was passieren. Ja, dann würde es anbrennen, und dann wäre die ganze Sache für die Katze, wäre doof, deshalb so alle halbe Stunde einfach mal einen Blick drauf werfen. Und dass wir die Brennereinstellung nochmal sehen, wir haben sie praktisch links volle Pulle an, in der Mitte auf kleinste Stufe und rechts auch volle Pulle an. So ist jetzt gewährleistet, dass praktisch hier schön die heiße Luft rumströmt. Von unten ein bisschen warm wird, aber nicht die volle Hitze von unten in den Dutch Ofen schlägt, sondern sich jetzt möglichst gleichmäßig verteilt. Und damit haben wir einen ähnlichen Effekt, als ob wir den auf Kohlen stellen. Und ja, kann so einen Dutch Ofen auf Kohlen betreiben. Ich finde, wenn man keinen Gas in der Nähe hat, ist das auch eine legitime Sache, das zu tun. Und wer Spaß daran hat an Kohlen, der soll die auch benutzen. Ich persönlich sehe das immer so, ich stehe jetzt hier auf meiner Terrasse, habe einen kompletten Hausstart um mich herum, habe hier einen Gasofen stehen, also einen Gasofen, sage ich schon, einen Gasgrill. Gasgrill, genau, einen Gasgrill stehen, und der macht mir das Leben einfach, und ich sehe überhaupt nicht ein, warum ich jetzt anfangen muss, mit einem Anzündkamin da rumzufantern und irgendwie Kohl zu zählen. Ja, wer will, kann es machen, ich mach's nicht. 2,5 Stunden sind um, und ich habe in der Zwischenzeit noch einmal ungefähr 1/4 Liter Wasser dazugegeben. Und jetzt gucken wir mal rein. Man sieht jetzt schon, ich nehme jetzt nicht den normalen Deckelheber von den Dutch-Öfen, weil da kommt man mit der Höhe nicht hin, sondern ich nehme den Rostheber von Breuking. Und da kommt man prima hier unten drunter durch. Und schauen wir mal rein. Und sieht das nicht geil aus? Schön, wie sich das Fleisch zurückgezogen hat. Die Haut, so wie beim Eisbein, so richtig schön so, ach, so schmatzig. Unten drunter ein Sauerkraut, ist auch schön eingekocht. Und jetzt nehmen wir als erstes mal das Fleisch raus. Da klebt die. Die klebt die förmlich fest, die Zange. Und man darf nicht auf die Idee kommen, das irgendwie am Knochen festzuhalten, weil wenn du am Knochen festhältst, ja, dann ziehst du den Knochen raus. So locker sind die jetzt.
mega. Und wenn du jetzt drin guckst, erschrickst du erstmal, denkst du, ja, dunkle Punkte, aber nicht, das bloß der Knochenmark gerade ausgelaufen ist. Das Sauerkraut ist nicht angebrannt, sondern genauso wie es sein soll. Die Einzige, was mir so ein bisschen komisch bei dem Sauerkraut, ich hab das vorhin schon mal vorher gekostet und da war mir das relativ sauer. Ach, Sauerkraut. Wie kommst du hier drauf, wa? Mach ich nochmal eine Handvoll Zucker drauf. Also ganz nach, ich mag wirklich, ich finde Sauerkraut kann noch viel Zucker vertragen. Nur mache ich Sauerkraut, den Zucker immer erst zum Schluss ran, weil halt die Gefahr ist, wenn du vorher ran machst, dass er dann doch erst karamellisiert und dann anbrennt. Und das wäre halt schade. Noch einmal durchmischen. Guck mal, und ich mag die ja so als Berliner, ja so als Eisbein in der Variante auch. Aber es gibt ja auch Leute, die im Süddeutschen wohnen und die mögen die alle knuspert. Und da zeige ich euch jetzt eine coole Variante, die ein bisschen unorthodox ist, aber wunderbar funktioniert. Und eine richtig schön knusprige Haxe hinkriegen, machen wir sofort. Und zwar nehme ich meinen Baumarkt-Biefer, also hier so ein Unkrautentferner. Flamme an und mit ein bisschen Entfernung vorsichtig rauf, also nicht gleich volle Pulle, weil sonst wie die Haxen Flammen hoch, sondern rüber hin und jetzt den Ton ein bisschen runterdrehen, Attacke. Drehen. Und am Ende des Tages bleibt der Kosten natürlich immer wie immer an mir hängen. Und nehmen wir mal hier die Kruste durch. So. Innen drin super locker. Und ein bisschen Senf finde ich mal ganz spannend zu Spanferkel. Das heißt, Senf spannend ist. Das gehört einfach dazu. Ist nicht mehr spannend, das gehört einfach dazu. Eine schöne Röstung außen drin. Ja. Muss sagen, also. Das ist wirklich so eine Sache, von wo du kommst und was du magst. Als Berliner, Brandenburger, ist das hier die Art und Weise, wie ich das lieber mag. Ein bisschen Senf dazu und hoffen, dass die Borsten in der richtigen Art und Weise den Hals runterrutschen. Du musst nicht so wackeln, musst du. Das ist wie so ein Wackelpudding. Erstmal glücklich macht. Ein bisschen Sauerkraut dazu. Mit dem Zucker viel besser. Wir haben jetzt so drin auf dem Teller, haben wir noch ein bisschen Kartoffelpüree gemacht. Da basteln wir uns jetzt zusammen und währenddessen könnt ihr vielleicht einen Kommentar hinterlassen. Ein Abo oder einen Daumen nach oben. Und mich würde besonders freuen, wenn ihr eure Dutch-Öfen mal rausholt und mal ein paar Haxen auf Sauerkraut packt. Das ist eine ganz einfache, leckere Sache, habt ihr gesehen. Und total cool. Und von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt. Feines Grillen, Barbecue. Macht's gut, ich hab Hunger. Boah, sind geil, ey. Ach nee, wir wollen ja gleich essen.